wieder, eure Mietze. Und heute erzähle ich euch ein paar Dinge über das Schnabeltier. Das Schnabeltier ist ca. 46 cm groß. Der Schwanz ist nochmals ca. 18 cm lang. Der Schnabel des Schnabeltiers besteht aus hautüberzogenem Knochengebilde. Es verbreitet sich in Australien und Tasmanien und hält sich dort in Süßwassersystemen auf. In der Morgen- und Abenddämmerung sucht es im Schlamm nach Insekten, Würmern, Maden, Flusskrebsen und Fröschen. Die Vorderbeine dienen im Wasser als Antriebsorgan. Die Hinterbeine und der Schwanz dienen zur Steuerung. Wenn das Schnabeltier an Land geht, was sehr selten vorkommt, bewegt es sich sehr schnell fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Mietze.